Rivaldynastie. Ohne Sinn und Verstand. Aber so was von, Junge, meine Freunde. Ich habe mir das Spiel geholt, nur wegen dem Fleischkochen. Gebratenes Fleisch. Und wir haben noch ein Haferbrötchen. Da hätte ich gern mehr von. Scheiße, wir werden den Winter nicht überleben. Wie denn? Wir haben nichts. Das reicht doch vorne und hinten nicht. Müssen wir die ganze Zeit jagen. Das wird ja richtig spannend. Obwohl, hat jetzt gereicht. Was müssen wir jeden Tag? 10 Fleisch. Ne, das waren 2 Rehe jetzt. Habe ich einfach so... Oh, ein Bär hat mehr gegeben, ne? Geh ich Bären jagen. Die brauchen aber auch 3 Speere. Die Hirsche 2. Hm. Oder ob ich im Dorf die Leute abschlachten gehe? Weiß nicht. Wir bleiben außerdem hier. Ja, das ist gut. Ich mich. Aber ich bin gerade in Gedanken, weil wie kommen wir über den Winter, wenn das hier jetzt so... Vielleicht sollten wir auch was anbauen, aber das können wir uns auch noch nicht leisten. Da sind wir nicht. Wir sind eigentlich noch im Jagdmodus. Ich muss eigentlich Jagd leveln. Da die Punkte reinstecken, dass wir die Tiere auch in dem Modus hier sehen. Und Pilze sammeln. Und bald ist Sommer und da müssen wir ganz viel Beeren sammeln. Genau, dann kommen wir über den Winter. Das ist der Plan. Es ist ja noch nicht Sommer, ne? Ist jetzt der zweite Tag, oder? Oder der dritte schon? Wo sehe ich das überhaupt? Wird mir das irgendwo angezeigt? Habe ich vorhin schon mal gefragt, ne? Weiß keiner. Journal, Karte, Management. Management? Management. Ja, ja, wissen wir ja. Technologie? Nee. Ja, aber ich glaube, es ist noch Frühling. Hier sind Beeren. Wenn ich jetzt testweise Beeren sammle, dürften die noch unreif sein, ne? Genau. Wir haben noch Frühling. Es ist eigentlich alles gut. Wir haben jetzt ja quasi ein Dreivierteljahr, uns auf den Winter vorzubereiten. Und das Geile ist, dann ist hier alles schneebedeckt, habe ich gesehen in den Videos. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Wir hatten ja nichts. Ne, wir haben auch nichts. Was haben wir denn schon? Was haben wir denn davon? Das hast du davon. Ich denke, das was von den Feldern robben da. Aber, naja. Ich hätte auch gern ein Pferdchen. Also in Kingdom Come Deliverance hatte ich mir schon direkt ein Pferdchen geklaut. War ich schon unterwegs. Ja, und wollte dann illegal jagen gehen. Ach, das werde ich auch nochmal aufnehmen. Das werde ich aber als Let's Play, glaube ich, machen. In aller Ruhe genießen. Das ist kein Streamspiel, finde ich. Aber jetzt angefixt durch das hier, auf jeden Fall. Das ist ja schon fast 7 Days mäßig. Ne? So. Pilz sammeln, Knopf drücken. Knopf reagiert nicht. Optimieren. Überhaupt, ich sehe den Pilz und er nimmt ihn nicht. Tasten würde ich gerne umstellen. Geht auch nicht. Kommt noch. Ist aus. Ja, Pilze und Beeren werden wir uns... Hoffentlich verkammeln die mir nicht in der Tasche. Das weiß ich noch gar nicht, ob die spoilen. Warte mal. Steht doch... Zustand. Da, die gehen auch kaputt. Scheiße. Lass die Musik direkt weg. Haferbrötchen, obwohl, nee, hier 100%. Alles gut, Morchel, 100%, alles super. Oh, das kommt irgendwann dann aber auch, dass die... Oh, dass sie das Essen in der Tasche vergammelt. Wobei das auch so ätzende Mechaniken sind, ne? Jetzt habe ich mich verlaufen. Ich renne einfach durch den Wald. Mal gucken, vielleicht finden wir einen Bär. Ich wollte eigentlich hier hoch hin und den Bär jagen. Wir machen eine Jagdtour, bis der Sommer kommt, oder? Ja. Einfach durch den Wald laufen, hier Richtung Süden. Ich höre es rappeln. Schöne Tal hier. Hier hätte ich die Hütte bauen sollen. Hier ist ein schöner Ausblick. Wo sind wir denn hier? Über dem Dorf, ne? Ja, hier ist super. Hätten wir da rechts den Bach direkt? Oder hier an den Bach? Ach, schön. Ach, das wäre ein Lebenstraum. So ein Stück Land kaufen. So ein großes, so weitflächig.
Dann gehört das dir. Und da kannst du machen, was du willst. Hütte bauen. Graben. Eine kleine Mine. Machen. Einfach. Ja, doch schön. Das ist so mein Traum. Also gar nicht, dass ich so Land gut besitze, aber doch, dass das das eigene wäre, wäre schon gut. Besser als mieten oder pachten. Einfach sagt, nee, das ist meins. Dann habe ich meine Ruhe. Die kann ich tun und lassen, was ich will. Dann brauche ich eine Mauer drum und dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. So. Wäre doch super. Hätte ich voll gerne. Ah, hier noch mehr Morcheln. Alles sammeln. Für den Winter. Wie viel gibt denn so eine Morchel an Dings? Also, ne? 15 Nährwert? Nee. 1. Da brauchen wir 100, damit wir einmal satt werden. Na super. Freue ich mich. Kann ich die nicht irgendwie braten, dass sie besser werden? Das ist doch Betrug. Das ist direkt breitfegerig mit dabei. Den sieht man ja echt kaum. Das wollte ich leveln, dass man Tiere sieht. Kann ich das schon leveln? Warte mal. Fähigkeiten. Nee, hier. Fische fangen. Überlebensgesetz, dass ich Tiere sehen kann. Ah, Fischer wäre auch geil. Fischernetz. Ach, das muss ich auch leveln. Kann ich das auch? Was ist das denn? Nee. Nee, Tiere kannst du nicht wittern. Das haben die nur für Pflanzen, dass du einen geschärften Blick hast. Schade. Aber Fischen wäre echt. Wäre ehrlich voll Bock, aber ich will. Da müssen wir Netze für bauen können. Da muss ich die Technologie, warte mal. Das war hier, Jagdhütte. Ah, man fängt an mit der Jagdhütte und später wird man ruhiger mit dem Fischen. Verstehe. Töten eines Tieres, Fallen, Jagden, Fischen mit Netz und Speer. Ja, müssen wir einfach jagen. Und Pfeil und Bogen haben wir auch nicht mehr. Na, die Morcheln haben sie ja gesagt, das ist, da sollst du dich erstmal mit, also als allererstes über Wasser halten im Frühling. Im Sommer gibt es dann hier Beeren, die sind dann schon reif. Und dann im Herbst gibt es dann andere Pilze nochmal. Vielleicht auch für ein Rezept, stimmt. Gucken wir nachher nochmal. Aber da waren mehr so Karotten und Zwiebeln und so ein Zeug. Aber ich glaube, da gab es auch ein Morchelrezept, kann sein. Wir jagen jetzt Tiere. Oh, hier ist. Oh. Karge stellen mag ich ja nicht. Ich mag Bäume. Bin voll der Baumfreund. Ich mag auch, also ich bin jetzt aber auch, aber nicht einer, der dann sagt, nicht fällen, sondern doch, doch, da kann man schön mal draus tischlern. Aber ich mag auch so Bäume. Generell, die Natur, das Leben, die Welt, das Ich, das Wir, das Wann, wo. Gehen wir mal hier wieder hoch Richtung Bär. Pilzsuppe. Ja, Klassiker, ne? Weiß nicht, wir können ja den Kochtopf, wenn wir nachher zu Hause sind. Muss mich mal erinnern. Dann gucken wir da nochmal rein. Gucken wir uns jedes Rezept an. Ich hatte mir jetzt nur gemerkt, Zwiebeln und gebratenes Fleisch, weil das leckeres Dings gibt. Wobei ich doch gar nicht weiß, wo wir unsere Landtiere nach, also unsere Landwirtschaftstiere kriegen. Die werden wir kaufen müssen. Klar, gehst du zum Bauern hin? Hier, ich brauche was zum Züchten. War ja früher auch so. Kannst ja nicht in der Wildnis fangen. Das sieht ja geil aus hier. Das hat jetzt was Skyrim-neskes. Skyrim muss ich auch nochmal spielen. Zum 5. Mal. Auch so ein Mammutprojekt dann. Sowieso die ganze Elder Scrolls-Serie wollte ich mal durchspielen dann. Ah, naja. Vielleicht auch noch nicht mehr. Irgendwann kommt man ja so ins Alter, wo man sagt, scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, Stacheldraht, aber naja. Ach, hier ist ein Weg. Ach, geil. Aber hier sind wir vorhin nicht lang. Das ist ja hübsch. Ich bin so schwach, ich komme über den Zaun nicht rüber. Ja, jagen wir in der Nacht jetzt Bären. Der hat ordentlich Fleisch gegeben. Und der war so flauschelig. Ja, Tiere jagen ist hier so eine Sache, ne? Oh, Pilze sammeln wäre geil.
krass, ne? Man sieht die echt nicht. Muss man erstmal wissen. Vor allem gut versteckt, finde ich in Ordnung. Egal, wir wollten Bären jagen. War sehr realistisch, man sieht die in echt ja auch nicht so. Die auch, wachsen ja auch nicht ins Gesicht. Oder kriegen einen blinkenden Pfeil drüber. Speichern? Geile Idee. Ey, das geht ja sogar. Lichterchen. Achso, macht er automatisch. Hä? Wieso ist einmal so? Gespeichertes Spiel löschen, gespeichertes Spiel überschreiben und hier ist... Okay, ja, egal. Ich frag nicht. Okay, haben wir. Man kann speichern. Hey! Hätten wir mal vorher machen sollen. Aber fällt ganz gut. Jetzt haben wir die Hütte an einem viel schöneren Standort. Den hätten wir vorher sonst so nie gehabt. Da hätten wir immer hinten am See vergammelt. Hätte mich mal aufgeregt, weil wir das Schilf dann da holen müssten. Das war schon richtig so. War hier richtig? Naja, ne, wir werden hier auf jeden Fall die Jagdhütte hinbauen. Hier oben an den See. Ja, jetzt sind wir ja schon da oberhalb. Jetzt müssten hier die Bären gleich sein. Da ist was. Hirsch. Treffer 1. Der. Dann piekse ich dich. Scheiße. Samina. Oh. Hier geblieben. Hier geblieben, hier geblieben. Oh, ins Wasser gefallen. Jetzt raschelst und ruschelst überall. Warst du das oder du das? Wer bist, wer ist wer? Hallo. Du bist das. Du bist doch hier ganz wild. Komm, 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 komm. Kleine Bergziege. Was rennst du denn so Warum ist die plötzlich so schnell? Das will ich nicht. Das ist die nicht. Das war die andere. Scheiße. Du bist das. Miep, miep. Die lachen sich gerade tot über mich. Das gehört? Hallo? Hey, ich fasse es nicht. Achso, kann ich den Speer nicht benutzen. Ich raste aus. Komm sehen. Komm. Unser Papa. Ich hab Hunger. Die Jagd lohnt nicht. Da ich ja gleich fresse ich die ja wieder in einem Rutsch auf. Wie viele sind hier? Das sind alle. Und seht ihr das? Alles dunkel. Hier laufen alle. Alle wie die Wilden. 4 waren hier gerade. Ich will einen Bär haben. Jetzt sind plötzlich sind sie alle weg. So scheiße. Ah, wo ist der See? Da. Oh, da ist der Bär. Scheiße. Ja. Ah, ja. Das ist ein Büffel. Alter. Oh. Der lässt nicht los. Jetzt kommen da 2 Büffel. Wo kommen denn Büffel her? Was soll das denn für eine Nummer sein? Wir brauchen von den anderen Zeug. Wo ist denn? Wir müssen uns heilen. Jetzt gibt's hier Büffel. Unreife Beeren? Nein. Die schmeißen wir mal weg. Warte mal, X. Bevor wir die wieder essen. Der Wegerich war das. 10 Gesundheit. Na, Gott sei Dank. Leck mir an der Tisch. Haben wir noch genug Speere? Einen noch. Toll. So schnell noch wäre basteln, eigentlich. Scheiße. Oder wir harren hier die Nacht aus, beobachten währenddessen die Büffel. Da, da hinten wackelt er. Seht ihr? Da. Und da war noch ein zweiter.